bist du denn für einer? Boah, okay, ist okay. Ey, ach so, da kommen unendlich viele, kann das sein? Rampe! Ui. Oh Mann, ich will eine Rampe machen. Ich will eine Rampe machen. Was rennst du weg? Ist das der Bogenschütze von eben? Warum steht der da unten? Geh doch mal weg! Ihr nervt. Oh, die lebt noch. Upsi. Mal, das ist gerade echt ein bisschen dumm. Ich glaube, da kommen echt unendlich viele. Ich kann mir das ein bisschen so vorstellen. Ja, was ist denn jetzt los? Wo genau muss ich denn hin? Oder kommen da doch nicht so viele und ich bin einfach nur extrem dumm. Ja, ist okay. Ich töte jetzt einfach alles. Mir egal. Ich töte jetzt einfach alles. Nicht den! Da ist eine Wand, Link! Wo wohnst du denn? Link, den anderen bitte. Danke. Gott, ist ja nervig. Ich visiere auch viel zu selten an. So, geht doch. Ich glaube aber gerade ernsthaft, dass da unendlich viele kommen, weil es kann halt sein, dass da so viele von sind. Die hören ja auch einfach nie auf. Warte mal, was hat der Mitnahme zu sagen? Ja, finde ich auch. Wenn du nicht gezielt vorgehst, können die gefährlich werden. Also kommen da anscheinend wirklich unendlich viele. Klar kommen unendlich viele. Guck dir das doch mal an. Ich muss sie einfach durchrushen. Ich muss sie einfach durchrushen. Oder irgendwie irgendwas sprengen oder so, damit irgendwie ganz viel auf einmal kaputt geht. Los! Ray! Los! Mal, spring doch darüber. Oh geil, das will ich essen. Hä? Warum? Warum kann ich das Schwein angreifen? Jetzt ist da ein Herzteil drin. Ich krieg zu viel. Warum glitzerst du? Warum glitzerst du? Bist du fabulous? Geil. Ich habe ein fabulous. Ich habe ein shiny gefunden. Der hat schon einen Schlüssel oder so. Echt? Der hat echt einen Schlüssel. Dürfen kein Schlüssel halten, der Tür allerdings nur hier. Ich kriege immer noch so viel, dass da ein Herz halt drin war. Ah, da. Tschüss. Erstmal richtig viel Zeit verschwendet. Oh oh. Geh doch. Oh, erst hat er mich. Oh nein. Geh weg. Ich will da. Nein. Geh da rein. Oh. Ja. Ausgesperrt. Oh mein Gott. Oh nein, der fette Sack. Oh nein, muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Ist der dumm? Warum haut er sein Schwein kaputt? Ja, was willst du tun gegen meine Moves, hä? Hä, was machst du? Hä? Ich glaube, ich muss ein Mensch dafür sein. Oh doch, geht eigentlich. Alter, Alter. Jetzt geht hier ab. Nicht dahin. Oh, zur Seite. Und nochmal. So. Nicht einmal rund. Alter. Das ist aber auch manchmal richtig dumm, ne? Ja, wie ist der Teil der geistig verwirrt, kann es sein? Das ist aber sau einfach. Ich glaube, wenn ich die okkulte Kunst davon eben nicht erlernt hätte, wäre ich hier richtig aufgeschmissen. Ich meine, ich kann einfach nur rumlaufen, aber egal. Ja, das ist ultra einfach. Kann ich jetzt die Axt da behalten, bitte? Ich glaube, die wird gut zu mir passen. Stirbst du jetzt? Nö. Link guckt einfach zu. Und denkt sich so. Ich hasse dich, ich geh jetzt weg, ey. Ja, genau. Lass den nur nicht weggehen. Oder geht zumindest hinterher. Ja, toll gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass das Schwein da verbrennen wird. Ne, wir rennen mit dem Schwein einfach durch die Wand. Ich sehe es schon kommen. Oh nee, ich bin eine wilde Sau. Und ich renne jetzt. Ich renne gleich epileptisch durch die Gegend.
Schnell! Zu Mensch wird hin. Los. Schweinepower. Und. Hä? Kann man nicht durch? Oh oh. Ich hoffe, ich habe keinen Zeitdruck. Warte mal, ich kann mal kurz analysieren. Wo kann ich denn hier hin? Oh oh. Scheiße. Warte mal. Da die Wand ist aus Holz oder so. Aber da die auch. Oh nee. Ich reite einfach ein bisschen mit dem Schwein hier rum. Macht schon Spaß. Kann ich durch die durch einfach? Ah. Das war ja einfach, aber irgendwie renne ich ja jetzt wieder zum Anfang, oder nicht? Nur anscheinend nicht. Oh. Ein Tempel. Nee. Doch. Nee. Das ist so ein Zirkus oder so. Ich bin zu dumm, die Treppen hochzugehen. Ich bin ein Schwein, aua. Danke. Wer hat denn die Treppen da gebaut? Jetzt müssen wir hochspringen. Oh, das ist wieder so ein Geist. Hab ich keinen Bock drauf. Tschüss. Gott. Neuer Tempel? Sandtempel oder sowas irgendwie? Nee. Doch. Nee. Doch. Doch. Hm. Ich bin gerade echt verwirrt, ob ich hier schon war oder nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich hab Durst, das weiß ich. Ich hole mir jetzt auch zu trinken, wenn du die Sequenz kommt. Tschüss, ich fahr kurz weg. Wüstenburg, cool. Nein, oh, was kann es da doch. Oh. Ich gehe jetzt einfach mit dem Landschuh hier durch die Gegend und trinke da jetzt halt was. Ach du Scheiße, da will man was trinken. Da kommt da irgendwie so ein Fehlgeburt aus dem Sand. Und denkst du so. Nö. Oh Gott, ich überfahre mein Mikro. Scheiße, ich sollte nie wieder was trinken mit der Aufnahme. Das hat jetzt wahrscheinlich sich ein bisschen eklig angehört. Weil ich so richtig am Mikro gedonnert bin, aber egal. Ich finde den Tempel jetzt schon scheiße. Weil man hier auf Zeitdruck irgendwo hinrennen muss. Und das finde ich ultra zu kotzen. Ich hasse Zeitdruck. Das ist das Schlimmste der Welt. Naja, fast. Hä? Ah, vielleicht kann ich als Wolf da durchrushen wie so ein Affe. Geil, geht sogar. Oh oh. Oh, oh. Ja, danke. Mitten denkt sich auch so, ich guck mal zu. Mist. Ja, das hat ja richtig gut funktioniert. Hm. Muss ich denn irgendwas Besonderes hier machen? Köpfe zerschmettern. Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich denn gerade gegen gedonnert? Jetzt aber mal ernsthaft, wie komme ich da rüber? Ich muss da doch da rüber, oder nicht? Warte mal, da ist ja viel näher dran, oder nicht? Bin ich dumm? Bin ich denn für ein Spasti? Das ist doch viel näher dran. Also manchmal, da bin ich einfach ein bisschen dumm im Kopf. Vor allem, da hätte ich sogar als Mensch, glaube ich, rüber können. Warum habe ich denn gesehen? Ja, mir kommt das hier aber irgendwie auch noch ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ich habe echt in diesem Tempel hier aufgehört. Was ist da gerade gespawnt von meiner Fresse? Ein Skelett. Ich kriege zu viel. Oh. Oh, shit. Warum können die das sonst stehen und ich nicht? Scheiß Hacker. Genau. Da ist mal Jesus aus dem Boden raus. Kannst du mal bitte irgendwie auftauchen oder so? Ich ramme da jetzt einfach so oft gegen, dass das irgendwie stirbt. Hallo! Der Teil ist auch richtig behindert. Wo kommt denn der ganze Sand her, ey? Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das da hin? Ich wollte gerade irgendwie ernsthaft die Stiefel anziehen. Was ist denn? Was könnte mir denn hier helfen? Enterhaken. Nee, nein, das geht nicht, wenn das geht, ne?
Bah, jetzt geht das. Ich krieg zu viel. Was ist denn das für eine Kotze? Alter, ich kann... Das ist doch Verarsche. Dafür... Ach, egal. Ich glaube, das cutte ich sogar ein bisschen. Da habe ich einfach zu lange für gebraucht. Ich habe zwar gesagt, ich cut nicht, aber... Oh, oh. Wer? Oh, ich hätte ihn sowas von getötet, ne? Manchmal... Bin ich einfach super behindert. Was ist das denn? Lampenöl? Ich will das nicht füllen. Ich habe nur ein Glas. Aber das ist gratis. Geil. Was ist hier? Nö. Oh. Hä? War das gerade so eine Trugplatte oder so in der Art? Ja, dein Geist. Was geht denn da ab? Bah! Das ist ja mal ultra eklig. Bah. Mach die weg. Gott, ist das ekelhaft. Ich frage mich gerade, wie ein Wolf einen Schlüssel benutzt. Oh oh. Oh nein, das ist auch noch ein dunkler Tempel. Wo wohne ich denn? Wenigstens habe ich noch sau viel Lampenöl. Noch voll, glaube ich, ne? Jetzt kommen da so komische Fehlgeburten an. Jetzt sind die im Dunkeln so richtig stark. Alter, ich bin ja fast tot. Oh Gott, da viel Geld raus, aber finden wir wenig. So, okay. Ihr seht wahrscheinlich recht wenig, das ist immer eklig. Aber ich probiere jetzt mal. Da kann ich schon mal durch, okay. Besiege ich noch? Oh, da ist doch eine Dings. Okay, gut. Das ist sehr hilfreich. Eigentlich irgendwie gar nicht. Muss ich gerade feststellen. Oh, oh, Link. Ich brauche Herzen, ganz dringend. Wo sind noch so Köpfe? Da. Nein. Mach die Fackel bitte aus. Danke. Na, wenigstens habe ich jetzt schon mal ein bisschen was aufgefüllt. Ah. Oh nein. Oh. Das war gerade richtig dumm. Ich wäre fast gestorben, weil ich die ganze Zeit davon weggegangen bin. Okay, hier kann ich... durch. Ne, kann ich nicht. Ne, kann ich auch nicht. Oder doch? Hm. Mal dieser Zeitdruck, weil man so wenig Lampenöl hat, ist richtig zum Kotzen. Ah, bin ich dumm. Das ist ja auch so ein Teil. Manchmal könnte ich mir schon wieder in die Fresse schlagen. Manchmal könnte ich mir schon wieder in die Fresse schlagen. Warum bin ich bei Zelda eigentlich so scheiße? Da bin ich irgendwie so allgemein dumm. Sonst bin ich nur manchmal dumm. Ich bin so immer blöd. Und ich reg mich super einfach auf. Das ist auch richtig krass. Miniboss? Scheiße. Jetzt kommen da die Lampen-Omas von Ocarina of Time, oder was? Da ist eine Kiste. Ich habe sie genau gesehen. Toll, jetzt brennt ihr blau. Das ist echt cool. Ja. Ach, das ist echt wie bei Ocarina of Time mit diesen Säulen, da wo man runterfahren kann. Super. Jetzt muss ich den ganzen scheiß Tempel machen, nur um dann durch das Tor zu kommen. Was geht denn jetzt ab? Ja, danke. Bah, das sind aber keine Omas. Das sind die so, wie heißen die Teile nochmal bei Harry Potter da, die ekelhaften? Diese Teile, die einen irgendwie auslutschen können. Dementoren, ne? Doch schon. So sehen die aus. Ach, man kann auch einen Fangstoß als... Ah, cool. Ein Fangstoß als Wolf machen. Was war das jetzt? Kann ich ihm seine Lampe nicht behalten? Ach. So, jetzt geht vermutlich dieses eine Teil darunter. Das ist ja voll geklaut von Ocarina of Time. Vor allem die klauen von sich selber, ist klar. Oder das leuchtet einfach nur, keine Ahnung. Schnüffeln, ich krieg zu viel, kann man einfach schnüffeln. Geruch von Ilya vergessen und neuen Geruch merken. Ja, klar. Geruch der Geister gewittert. Sie stinken so eklig.
So, ich habe genau gesehen, dass deine Kiste war, die will ich jetzt haben. Dankeschön. Was seid ihr denn? Zieh mir doch noch Leben ab, ey. Die Teile gibt es auch in Ocarina of Time. Nur, dass die dann nicht so schön ausgesehen haben. Das heißt schön, so gut. Du hast die Dungeon-Karte. Toll. Items, die ich nie benutze. Ich frage mich, warum ich nie die Items benutzen will. Vor allem, die sind ja sogar echt hilfreich. Aber nö, brauche ich nicht. So, ich werde jetzt noch kurz...